Markus Maria Profittlich, als ich zuerst das gelesen habe mit Parkinson und so, habe ich gedacht, ach, was für ein Riesenscheiß. Und es ist, ja, ist wahrscheinlich auch ein Riesenscheiß, aber dann habe ich letzte Nacht ein Buch gelesen und dann habe ich gedacht, auch so schlecht scheint es irgendwie gar nicht zu sein. Und ich weiß gar nicht jetzt, ob das Buch das echte ist oder was ich mir vorgestellt habe, aber es sieht eigentlich alles so. Ich habe dann gedacht, oh Gott, wie wird er hierher kommen und so. Man sieht auch nichts. Ist dieses Witzige, dieses Humoristische, das, was ich in deinem Buch gelesen habe, ist das das richtige Leben oder was ich mir gedacht habe über deine Krankheit und ich, bevor ich das Buch gelesen habe? Es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung. Viel, viel Lustiges passiert. Mich herum immer noch, worüber ich mich sehr, sehr freue. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz, ganz beschissene Tage, die man da eigentlich, die haben in diesem Buch nichts verloren, aber die gehören halt zu der Krankheit dazu. Was ich mich gewundert habe, eigentlich, ich musste sehr oft lachen beim nächtlichen Buchlesen und ich habe gedacht, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ärzte machen Witze und Sprüche, also ich habe mir drei rausgeschrieben, die offenbar du sagst, Ärzte machen das. Die Atmung stirbt zuletzt. Harter Kot macht Wangen rot und zu viel Eiter schadet nur. Ist das etwas, ja, oder was? Klappe zu, Herzklappe tot. Ja. Ja. Hast du das erfunden oder ist das? Es sind ein paar wirklich echte dabei, weil ich habe ja drei Schwestern, sind Krankenschwestern, mein ältester Bruder ist Krankenpfleger, mein Freund ist Krankenpfleger und in diesen Kreisen habe ich mich halt öfters aufgehalten. Die sind wirklich hart drauf manchmal. Aber jetzt nicht nur Ärzte, auch jetzt so Parkinson-Kranke. Als ich zum ersten Mal bei so einem Parkinson-Treffen war, kam ein Mann mit so einer Tremorhand, die habe ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen, kam so eine Tremorhand auf mich zu und ich auch, und dann gab mir die Hand und sagte, so Herr Profittlich, jetzt haben wir einen Wackelkontakt. Ja, völlig cool. Die sind wirklich hart. Und beim nächsten Treffen, da ist auch noch etwas kerniger, da saß ich neben einem, der lehnte sich zu mir rüber und sagte, Freund von mir, hat ja auch 5 Jahre lang Parkinson gehabt. Na, war tot. Oben sag ich. Ist vom Auto überfahren worden. Weil solche Gruselgeschichten gibt es halt, dass man nach 5 Jahren mit Parkinson stirbt. Nach 5 Jahren. Ach so, ich habe ihn jetzt wieder nicht verstanden. Ich habe gedacht, aber. Schweizer, oder? Ja. Tut mir leid. Nee, ist nicht schlimm. Ich erkläre dir gleich in der Garderobe nochmal. Okay, ich glaube, ich habe ihn jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, verstanden. Die Diagnose kam an deinem Hochzeitstag. Ja. War das gut oder schlecht? Also die Diagnose war natürlich schlecht, aber das an so einem Tag oder so, wie hast du das... Den haben wir uns ja nicht ausgesucht. Nein. Ja, wie hast du das ausgehalten? Das war ja, ja, wie soll ich das sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Ärzten, so die mit der Tür ins Haus fallen, den habe ich leider erwischt, so ein Medicus Grobicus, weil der hatte die, das war ein DAT-Scan, das war was ähnlich wie ein MRT, wird dann gesehen, geschaut, ob noch genug Dopamin im Schädel ist, und das war halt nicht der Fall, und dann schaut er sich die Bilder an und sagte, ja, Sie haben Parkinson in weit fortgeschrittenem Zustand und jetzt habe ich Mittagspause, gehen Sie bitte raus. Ja. Habe ich übrigens auch erlebt mit 29, habe gesagt, ja, kommen Sie gleich, ich komme gleich nochmal in 5 Minuten, sieht nicht gut aus, aber 5 Jahre haben Sie schon noch, und ist dann rausgegangen und kam dann später. Eine schlechte Vorhersage, muss man sagen, aber nicht schön. Dann standen wir da im Wartezimmer und haben erstmal eine Strophe geheult und waren erstmal ziemlich fertig. Da fällt man erstmal in ein ganz tiefes Loch. Du hast Ärzte klassifiziert, auch nach der Anzahl von Stiften, die sie mit sich tragen. Ja. Wie kamst du auf diese Einteilung? Nein, es ist so, wenn man das mal genau beobachtet, je mehr Stifte sie haben, also wenn es keiner ist, ist es noch so ein Lehrling oder ein Student, wenn ein Stift ist, ist es halt Assistenzarzt und so, wie geht das halt bis zum Chefarzt. Hat die ganze, müsste man doch auch eine ganze Batterie von Kugelschreibern hier in der Tasche, und dementsprechend kann man genau sagen, mit dem arbeite ich zusammen oder besser nicht. Welche Sorte von Ärzte, ich meine, wir haben jetzt die fiese, du hast jetzt beschrieben, mit der Tür ins Haus fallen. Was ist die ideale Form? Also du hast unendlich viele Ärzte kennengelernt in der Zwischenzeit und Praxen und Krankenhäuser und Gedöns. Was, wenn, das gucken ja auch bei uns Ärzte zu, vor allem auch pensionierte Ärzte, aber die kennen andere Ärzte. Und was...
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war's dann. Das war's dann. Was soll das denn? Wir sind hier nicht beim RTL. Wie sollen die sein? Wie müsste das der Arzt richtig machen? Richtig könnten sie es eigentlich nur machen, wenn sie das auch lernen würden. Es müsste eigentlich im Studium ein Fach geben, wo sie lernen, wirklich Empathie zu empfinden und wirklich richtig mit den Leuten umzugehen und auch richtig darauf zuzugehen und nicht zu sagen so bum bum bum. Was gibt es nicht alles für Typen? Wie gesagt, der mit der Tür ins Haus fallert, dann der einen zuballert mit irgendwelchen lateinischen Fachbegriffen, wo man überhaupt nicht weiß, was los ist und. Also das wäre wirklich, ich würde es als Fach nehmen ins Medizinstudium. Hugo, hast du auch schon Erlebnisse mit Ärzten gehabt, die unerfreulich waren? Lass mich nachdenken. Nein. Jochen? Was denn? Nein. Wenn ich bei Ärzten bin, ein schönes Erlebnis habe ich gehabt bei einem Oberarzt in der Urologie. Und der hat mir einen Tipp gegeben, hat gesagt, gehen Sie nie in Voruntersuchung. So, wieso denn nicht? Gehen Sie überhaupt am besten nie zum Arzt. Warum? Weil Sie gesund bleiben wollen. Ja, wieso, ist doch kein Zusammenhang. Doch, sagt er. Ein Arzt findet was. Sonst ist er ja kein guter Arzt. Und dann sind Sie krank. Also lassen Sie es. Michael. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Ärzten. Inwiefern jetzt? Ich kann mich noch daran erinnern, mit 16 wurde ich bei der Bundespolizei eingestellt und da musste ich zu so einem Medizincheck. So wie früher bei der Bundeswehr. Stehst du nackt vor dem und mal bitte husten, ne? Und dann greift er ins Und das Gekröse. Gleiche Prozedere ja. Habe ich dann, als ich meine Ausbildung fertig hatte, 5 Jahre später, musste man wieder an den Ort, und dann geht die Tür auf und ich habe den Mann nie wieder, also ich hätte ihn nie wieder erkannt, aber dann, als es hieß, zack, und mal bitte husten, sofort alle Synapsen und ich habe den Mann wieder erkannt und dann sag ich, oh ne. Also das war für mich... Aber er hat dich nicht an den Eiern wiedererkannt. Nein. Das ist immerhin etwas. Die Marco, Sommeliers, die können das nicht. Ja, muss ja auch nichts Schlechtes sein. Du bist ein gläubiger Mensch und das ist natürlich immer die Urfrage, oder die sich ganz viele Menschen immer stellen, wenn irgendwas Furchtbares passiert. Ja, warum lässt jetzt Gott das zu? Warum macht er das und so weiter? Hast du dir die Frage gestellt und wie beantwortet? Klar, habe ich mich auch gefragt, warum jetzt gerade ich und so weiter, bin auch da mit Gott ins Gericht gegangen, bin dann aber zu unserem ehemaligen Pastor gegangen, der wirklich ein sehr fortschrittlicher ist, und habe ihn gefragt, warum ich denn jetzt gerade das bekommen werde. Also, sagt er, warum denn nicht du? Da habe ich gedacht, ja, warum nicht ich? Und ich glaube, Gott ist nicht derjenige, der mir das zumutet. Es gibt ja nicht nur Gott, es gibt auch einen Gegenspieler, ich glaube daran. Und ich habe aber die größere Macht an der Hand. Und es gibt mir halt Halt. Ja, wenn ich vor Auftritten bete oder wenn ich einen beschissenen Tag habe, was ja so ist bei Parkinson, man fällt in so eine On- und Off-Phase rein, dann hilft da schon öfters mal ein Gebet. Also ist jetzt nicht nur mit Tabletten zu machen. Die Kindheit bei dir war ja, glaube ich, durchaus bewegt. Du warst ein lebhaftes Kind, kann man, glaube ich, sagen. Ja. Wie sehr hat das eigentlich in spätere Leben rübergestrahlt, dass du auch mal zwischendurch, ich glaube, du warst einfach nicht so dieses berühmte Deckchen, wie man das nennt, was alles so gleichmäßig war, sondern hast auch mal zwischendurch auch gezeigt, dass du ein junger Mensch bist. Ja, ich bin damit schon sehr früh, also ich bin ja das erste Mal abgehauen von der Schule, von zu Hause war ich 9. Im Siebengebirge sind wir aufgewachsen. Und dann bin ich mit dem Fahrrad runtergefahren nach Bad Honnef, dann den Rhein runter und wollte eigentlich nach Hamburg fahren und da am Schiff als Smoothie Mit 9 Jahren, ja. Bedeutet das für das Elternhaus, dass es sehr unerfreulich war? Nein, überhaupt nicht. Ich fand Schule nur scheiße. Ich fand Schule furchtbar, weil ich bin sehr autoritär erzogen worden, damals schon. Meine Eltern haben uns also nie geschlagen oder sonst irgendwie in dieser Form. Zum Glück und hoffentlich. Aber dann in der Schule wurden richtig geprügelt. Ja. Richtig mit Stock und Schlüssel auf einen werfen. Echt? Und so. Ja. Und damit kam ich nie klar. Deshalb bin ich auch mit 14 von der Schule gegangen. Mit 9 hast du probiert, mit 14 bist du dann wirklich gegangen? Von der Schule. Ja, genau. Da bin ich aber eher gegangen worden.
Mit welcher Begründung? Asoziales Verhalten. Was war asozial? Ich habe da mal einen Jungen, der jemand anderes verprügelt hat, habe ich eigentlich einfach nur weggerissen und der ist durch eine Scheibe geflogen. Und, ja, das der hat sich aber nichts getan. Aber gut, wenn die gewalttätigen, kindesmisshandelnden Lehrer irgendwie sollten sich sollten sich mit asozialen Verhalten in den Spiegel gucken. Du hast gemacht Tellerwäsche, Vermessungsgehilfe, Schweißen auf der Schiffswert, Aushilfe im Supermarkt, Babysitten. Bofrostfahrer, ja. Landschaftsbauer, Hausmeister. Ja. Was war das Schönste, wenn du deine Berufslaufbahn... Das Schönste mache ich im Moment. Also das Schönste ist mein jetziger Beruf. Den mache ich jetzt seit 35 Jahren. Hat als Hobby angefangen und ist jetzt so weit gekommen. Ich bin da sehr, 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 sehr froh drüber. Das andere waren nur Jobs. Es war nie was. Das andere waren Jobs. Ja, wie gesagt, mit 14 von der Schule und dann hat mir mein Vater den ersten Job gesucht und von da an ging es immer weiter. Ich habe freitags meistens den Job aufgehört, hatte ich keinen Bock mehr, hatte aber montags schon wieder den neuen. Ja, und zum Ende habe ich sogar noch eine Schreinerlehre habe ich auch noch abgeschlossen. Entschuldigung, dass ich... Ja, nee, da fehlen noch ein paar mehr. Also, wir waren nicht vollständig. In deinem Buch ist mir ein Foto besonders aufgefallen, wo man auch diese frühe Sinnlichkeit in diesem Leben sieht. Und auch, zeig doch mal das Bild. Ja. Ja. Ist das Ivan Rebrov-artige? Sind das Haare? Das sind Haare, ja. Also, ja. Und der Rest ist toll. Das war in damals Jugoslawien. In Istrien war das. Pura Porridge, da die Ecke. Ah. Sehr schön, immer noch. Ja, schön. Ne? Das Verblüffende in deiner Biografie ist ja, du hast ja gesagt, das Schönste ist jetzt seit 35 Jahren. Aber am Anfang war mit 9, mit 14 asozialen Verhalten alle diese Jobs. Wie kam denn der Übergang von Leben A, was war ein Treibauf, und zum Leben B, das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss, mit deiner Arbeit, mit deiner fröhlichen Arbeit danach? Das ist aus dem Hobby entstanden. Also es war, wir haben ja auch so Kinder- und Jugendfreizeiten habe ich mitgemacht beim CVJM in Siegburg damals, auch als Mitarbeiter. Und dann haben wir abends immer so bunte Abende gemacht. Und wir waren so drei Jungs, alle anderen haben sich Monate vorher darauf vorbereitet. Und wir haben uns mittags zusammengesetzt und abends eine Show gemacht. Und daraus ist dann das entstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir es mal auf einem Geburtstag. Dann war es Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern, Beerdigungen. Mehr oder weniger. Und so weiter und so weiter. Wir sind jedes Wochenende aufgetreten. Ich habe ja immer noch meinen Job gehabt. Auch die Schreinerlehre noch gehabt. Bin immer noch aufgetreten, jedes Wochenende. Und dann wurde es dann irgendwann zu viel. Dann habe ich meine ersten Drehversuche gehabt mit Happiness, hier mit Hugo zusammen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Dann habe ich abends noch in einem Musical gespielt und habe dann abends noch die Kneipe geputzt. Die ich dann zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann muss ich mich irgendwann entscheiden. Und da bin ich. Hugo, wie war das damals mit Markus? Was war er für einer? Ach, da ja, das war an sich genauso wie heute. Also ein bisschen dünner, aber genauso wie heute. Er ist ja auch ein großartiger Schauspieler. Ich habe einen Film gedreht für RTL und da habe ich ihn besetzt als schwulen Masseur. Das war großartig. Das hat er großartig gemacht. Nee, Markus war einfach damals schon eine Type, die es noch nicht gab zu dieser Zeit. Diesen Typen gab es nicht. Und den gibt es auch heute noch nicht. Ne? Und das war toll. War sehr gut. Jackie Drexler, der mich da gesehen hat, mit dem die zusammen dann produziert haben. Genau. Der hat ja mal den Matthias Kitter, mein Regisseur und Freund, dann auch gesagt, ich habe da einen gefunden, das ist Wahnsinn. Ja, wie sieht denn der aus? Ja, wie so ein römischer Legionär aus dem Asterix-Heft. Ja, gute Beschreibung, finde ich. Und du wurdest der Erklärbär. Wärst du auf der Straße noch erkannt und irgendwas gefragt? Das ist das, was die Leute als allererste mit verbinden. Also ja. Wochenshow, Erklärbär, Mensch, Markus, die drei Sachen kommen immer. Also entweder ruhe ich in der Fußgängerzone, Erklärbär oder hey, Mensch, Markus oder sowas. Was hast du noch vor jetzt in deinem konstanten, langen Leben, was du jetzt hast, an der Berufswelt? Ja, seit März letzten Jahres ist ja nicht viel los an der Berufswelt. Ja. Und ich hatte gerade Premiere mit dem neuen Programm, mit dem Jubiläumsprogramm, 35 Jahre, das Beste aus 35 Jahren.
Aber sobald es losgeht, bin ich wieder auf der Bühne. Ja. Und solange ich das spielen kann und möchte, werde ich das tun. Werde mich noch nebenher mit den Parkinson Youngsters beschäftigen, wo ich Schirmherr bin für so einen Verein, für Parkinson-Kranke, jung erkrankte Parkinson und Söhnchen. Und da werden wir mal sehen, was noch alles raus wird. Meine Damen und Herren, es gibt das Buch von Markus Maria Profitlich. Es wird verlost auf Facebook und ich kann es Ihnen ausnahmsweise empfehlen. Ich sage das nicht immer. Also, das heißt, ausnahmsweise, naja, es gibt auch manchmal Bücher, wo ich sie nicht mit heißem Herzen eine Nacht durchlese. Aber das habe ich und ich habe gelacht. Und auch wenn es wirklich wahrscheinlich nicht immer so lustig ist, wie du gesagt hast, es hat mir auch selber Mut gemacht, dass wenn irgendwann mal wieder ein Mist kommt, dann will ich das so halten wie und aushalten und so sein wie du. Markus Maria Profitlich im River. Ja. Das war jetzt aber schön mit euch beiden. Einen schönen Tag.